Hallo, mein Name ist Peter Lustig und ihr seid hier bei WhatsApp. Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. YouTube News mit Mr. Trashpack. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt WhatsApp. Willkommen zu WhatsApp. Am vergangenen Samstag war in Düsseldorf der Deutsche Webvideopreis 2012. Mit dabei waren fast alle Größen der deutschen YouTube-Szene. Unter anderem gewonnen haben YTT mit Gronkh, und zwar in der Kategorie Let's Play und die Kategorie Epic. Okay, vielen Dank für den Publikumspreis. Vielen Dank auf jeden Fall an Gronkh, dass du mich gezockt hast. Ich finde, das hast du großartig gemacht. Hier kann man schön spielen. Ja. Fand ich auch. Also ich finde, deine Steuerung ist sehr schön. Die Abräumung des Abends war allerdings die SIP-Redaktion, die nicht nur die Jury, sondern auch die Zuschauer von ihrem Video überzeugen konnten. Zudem gab es einen Ehrenpreis für die Anti-Akta-Aktion hier auf YouTube. Diesen Preis hat Lord Abaddon entgegengenommen. Die Pokal-Ninjas haben über Nacht an dieser kleinen Aufzeichnung gebastelt. Es ist unsere goldene Lupe dafür, dass hier einige YouTuber ganz genau hingeschaut haben und geguckt haben, was man machen kann in der Sache Akta. Herzlichen Glückwunsch. Das ist es. Bitteschön. Ich möchte mich stellvertretend für alle, die daran beteiligt waren, bedanken, denn das war eine ziemlich geile Sache, die wir auf die Beine gestellt haben. Und wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, haben wir auch einiges erreicht damit. Und ja, Akta ist eine Sache, die uns alle angeht, die auch noch nicht vorbei ist weiterhin, und da müssen wir auch weiterhin gegen vorgehen, gegen sämtliche Bestrebungen, die da von Seiten der Regierung aus initiiert werden. Und ich bedanke mich stellvertretend für alle für diesen Preis. Danke. Mein Video zum Webvideopreis erscheint morgen auf meinem Kanal Einfach Phil. Ein paar Einblicke dazu habe ich euch allerdings jetzt schon zusammengeschnitten. I get on YouTube and check the front page. I scroll, and what do I see? Oh, what a surprise, I don't see me. Sehr interessante und lustige Aktion hat der gute Christoph Krachten von Klickzoom auf der Bühne gebracht. Und zwar hat er den guten Gronkh sich rangezogen und ein Mini-Interview mit ihm veranstaltet. Ein Interview ein. Hab ich mal gehört. Ja? Machst Interviews, ne? Auf YouTube. Ja, hab ich gesehen. Ja, 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 ja. Mit den Stars und so, ne? Genau. Und das fällt dir das an. Genau, genau. Wunderbar. Und dann hätte ich noch eine Frage an dich. Ja. Wann kommst du zum Interview? Also gerade ist schlecht. Können wir vielleicht nachher, weil jetzt weißt, bin ich gerade auf der Bühne und dann ein bisschen kritisch. Okay. Es sei denn, du willst loslegen. Nein, pass auf. Aber du siehst, das war jetzt total harmlos. Du hast jetzt schon das Wortspiel gemacht und das Interview. Ja, das war durch. Nein, 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 nein. Nein. So, jetzt kommt noch das Fragen dafür. Ach du Alter. Boah, warte. Du kannst dir eine aussuchen. Warte. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ihr, ob ihr es mitbekommen habt, es gibt ein Interview, das mit ihm schon länger bei Klickzoom aufsteht. Und hey, na du, kleiner Mann. Und ich, warum siehst du eigentlich so gut aus? Nee, nee, das steht da nicht. Nee, frage ich dich gerade. Ach so, weiß es auch nicht. Ich will übrigens auch so ein Hemd tragen. Ne? Ja, kein Problem. Hier steht übrigens Wand und Korn. Okay, das ist schön. Pass auf, jetzt fehlt eigentlich nur noch eins. Jetzt fragen wir, du hast es auch gemacht. Genau. Ach, kommen wir nur noch eine Nutzerfrage. Pass auf, eine Sekunde. Wer hat eine Frage an Gronkh? Oh, wie hast du es geschafft, so schnell so bekannt zu werden? Ich mache eigentlich gar nichts. Ich zocke einfach nur Games und packe ins Internet und quatsch die einfach nur so lange voll, bis die Leute davor einschlafen. Deswegen generieren die Views die ganze Zeit. Das ist das Geheimnis. Wem das nicht genug ist, für den habe ich was. Und zwar hat der gute Newdoclips den guten Gronkh rangezogen zu sich hin und ein Interview mit ihm gemacht. Dieses seht ihr in der Videobeschreibung und, wie soll es anders sein, auch hier. Bitteschön. Wie ist es eigentlich so für dich? So sehr erfolgreich? Du hast es selber gesagt, du sitzt ja nur vorm Rechner und spielst so welche Spiele. Aber für mich ist das ganz ehrlich, für mich ist das so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Es ist so ein bisschen wie so eine fremde Welt eigentlich, weißt du? Also ich sitze zu Hause in meinem Kämmerchen, da spiele ich dann die Spiele, lade die hoch, connecte vielleicht mit ein paar YouTubern und sowas, kennst du ja. Und dann zu so einem Award zu gehen, das ist für mich einfach eine ganz andere Welt, wo ich hingehe und bin einfach irgendwie
zwar da, aber realisiere das überhaupt gar nicht. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung, aber man muss sagen, der gute Christoph Krachten hat nicht ganz versagt, denn auch er hat ein kleines Interview mit Gronkh, allerdings zusammen mit YTT, und dieses findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Etwas Trauriges ist geschehen, denn wir haben einen der besten Animateure hier auf YouTube verloren. AdsWorld ist gestorben. Sein Kanal hat über 400.000 Abonnenten und er war unter anderem an dem ASDF-Movie beteiligt. Seine Videos sind legendär und für sein Lebenswerk hier auf YouTube, dass er uns alle immer so gut unterhalten hat, dafür kriegt er den verdienten Win der Woche. Kommen wir nun zu starsofvideo.de, das Magazin für YouTuber und Filmemacher. In Zukunft erwarten euch auf der Seite Interviews mit YouTubern, Hintergrundberichte von Produktionen zum Beispiel, eine YouTuber-Datenbank, natürlich gibt es auch News und ganz besonders, ihr könnt selber interaktiv mit dran schreiben als Gastautoren, dazu müsst ihr euch nur bewerben. Wenn ihr mehr wissen wollt, einfach einmal unten in der Videobeschreibung gucken. Da ist der Link zur Seite, es lohnt sich auf jeden Fall. Schaut mal drauf und freut euch über das, was schon da ist und auf jeden Fall auch das, was noch kommen wird. Hurra, Ostern ist bald wieder da und jeder, der keine Lust hat, Eier zu suchen, tja, dem kann ich auch nicht helfen. Der gute Alex Bexi hat ein Gewinnspiel am Laufen und zwar verlost er ein MacBook Pro. Oh my fucking God! Und was müsst ihr dazu tun? Eier im Video suchen. Das Video dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß und ganz, ganz, ganz viel Glück. Willkommen zum Kanal der Woche. Und zwar ist Kanal der Woche dieser gute Kanal hier. Ihr findet dort Animationen, die meiner Meinung nach unglaublich lustig sind. Erst recht das aktuelle Video, wo ein paar YouTuber in einigen Sekunden nachgemacht werden. Das ist unglaublich cool. Und schaut auf jeden Fall mal rein. Es lohnt sich hundertprozentig. Abonniert diesen Kanal und habt weiterhin auch Spaß damit. Ein absoluter Tipp von mir und ich wette auch von ganz, 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 ganz vielen anderen. Das war's für WhatsApp von dieser Woche. Klickt hier und kommt auf mein neues Video bzw. meinen neuen Vlog. Und direkt morgen erscheint dort auf diesem Kanal auch schon das Video vom Webvideopreis. Es lohnt sich also, da auch mal vorbeizuschauen. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Und wenn ihr öfters mal vorbeischauen wollt, dann abonniert diesen Kanal doch einfach. Okay, danke, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei WhatsApp am nächsten Montag. Haut rein, alles Gute. Bis dahin, schaut euch nicht zu viel Blödsinn an, ganz viel Spaß und ich sag Peace.